Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und wir haben so viele Nebenquests, habe ich das schon mal gesagt. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Ist halt alles so übertrieben voll. Da weiß ich gar nicht mehr weiter. Ich würde einfach sagen, dass wir erstmal das Älteste zuerst versuchen zu machen. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein, Mann. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Aha. So, und wir fangen einfach mit dem Problem an, indem wir an die Normandy gehen. Oh. Shepard. Was soll ich sagen? Ich gehe es in meinem Kopf immer wieder durch. Damit es Sinn ergibt. Warum haben Sie Udina geholfen? Ihre Wunden waren noch frisch. Wie sind Sie eigentlich bei Udina gelandet? Sie haben mich im Krankenhaus gesehen. Ich hatte das Gefühl, alle im Stich zu lassen. Als Udina mir den Spectre-Status angeboten hat, dachte ich, ich könnte etwas gut machen. Ich könnte auch nicht untätig bleiben. Aber am Schluss war es eine Riesensauerei. Es hätte nicht passieren dürfen. Ich wollte sie nicht in diese Lage bringen. Wir sind auf derselben Seite. Wie konnte es nur dazu kommen? Wir hätten uns fast... Schon okay, Ash. Es ist geklärt. Wir haben Udina aufgehalten und das Ganze überlebt. Nur das zählt. Es ist unfassbar, dass er hinter allem steckte. War er indoktriniert? Schwer zu sagen. Wie bekämpft man etwas, das sich so in den Kopf einschleichen kann? Ich weiß nicht. Aber wir haben keine Wahl. Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Hackett will mich in seinem Team. Das ehrt mich, aber ich würde die Sache lieber auf der Normandy zu Ende bringen. Willkommen an Bord. Erlaubnis erteilt. Ohne Sie ginge es sowieso nicht. Ich hole meine Sachen. Und Ash? Ja? Schön, dass Sie wieder da sind. Jawohl, Sir. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherrin Eschiel verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Sie kennen Kai Lang? Sie beide kennen sich wohl. Jenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Danke für die Info. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratserin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Informationen problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter.
Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Ich lasse Sie nicht im Stich. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keine davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Aha. Soll ich... Ja, genau. Hier. Jetzt haben wir allerdings gerade echt eine große Menge. Das lese ich bestimmt nicht alles vor. Da bin ich aber hier mal ganz fein raus. Exerbus. Irgendwelche Jägerstaffeln, die Kurgana mit Reef Grunt und so weiter. Alles dabei. Salariana, STGs. Ne, wieso ist bei Kurgana was? Was noch? Ach, der Erdnord Clan. Die Turianer. Eine Bereitschaftsbewertung 50%. Das ist, ich muss niesen. So. Und da ich jetzt nämlich mit dem Internet verbunden bin, daran hat es nämlich gelegen, also ich dachte mir das ja schon irgendwie, aber jetzt ist das halt nur umso mehr. Weiß ich zwar immer noch nicht, was ich hier tun muss, aber das funktioniert. Ja. Ja. Priorität, noch mehr Missionen, ne? Ist kein Problem. Diese verdammten Cerberus-Mistkerle. Und Odina auch, dieser Hurensohn. Das ist doch Quatsch. Odina hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und dafür bekommen, was er verdient hat. Ja. So. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal eine Minute Zeit? Klar! Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben sie erkannt, dass sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was sie erforscht haben, aber sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war es so. Und sie hatten recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ich sagte doch, ich bin in den Terminus-System aufgewachsen. Ich habe meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben Sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Mhm. Commander? Ja, ne? Ja, klar, wir hatten noch nicht genügend Aufgaben, deswegen brauchen wir... Ach du Scheiße! Ja, ne, meine Damen und Herren, das wird eine Lesestunde. Prioritätsmission Eden Prime von der Allianz Oberkommando. Commander, Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Allianz-Streitkräfte sind derzeit zu weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können, aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. Ein Willkommensgeschenk von Edi.
Während wir im Trockendock waren, hat Joker vorgeschlagen, ein kleines Willkommensgeschenk zu besorgen, falls sie wieder als kommandierender Offizier eingesetzt würden. Da das Schiff die Tänzerin nicht umbringen kann, die ihm dafür vorgeschwebt sind, habe ich etwas aus dem offiziellen Allianzkatalog ausgewählt. Soldaten, die mindestens 5 Jahre die N7-Kennzeichnung tragen, haben ein Anrecht auf eine Freizeitkapuzenjacke zur Erinnerung. Sie finden sie bei ihrer Freizeitbekleidung in ihrer Kabine. Edi. Entweder ist das aus dem DLC oder ich weiß es nicht. Kai Lengs Dossier, das finde ich gut. Shepard, hier sind wie versprochen die Informationen, die wir über Kai Leng haben. Name Kai Leng, Datum der Verpflichtung 14. November 2172. Alter bei Verpflichtung mit gefälschten Papieren 16. Einsätze und so weiter und so fort. N7-Waffen. Commander Shepard, Ihre VI, Edi, hat mir eine Anfrage bezüglich einiger N7-Waffen geschickt, der ich mit Freude nachkomme. Ich war der Leiter der Techniker, die die Normandy nach der Übergabe an die Allianz neu ausgerüstet haben. Edi hat mir Gesellschaft geleistet, als wir das Innere der Normandy überholt haben. Sie ist ein bildhübsches Schiff, Commander. Ich werde vermissen, auf ihr zu dienen. Die Waffen befinden sich in ihrem Waffenspind. So, James Vega. Hey, Commander. Ich habe mich gefragt, ob Sie in nächster Zeit mal Zeit haben. Nichts Wichtiges, nur ein bisschen plaudern. Thema mein Hund. Ja, ne? Sehr geehrter Commander Shepard. Ich habe als Dienstleisterin am haptischen Interface der Normandy gearbeitet, als sie im Trockendock lag. Ihre VI, Edi, hat mir per E-Mail mitgeteilt, dass ich meinen Hundemech an Bord vergessen habe. Ich bin inzwischen auf Terra Nova und will Ihnen keinesfalls zumuten, gewaltige Umwege zu machen, um mir meinen Hund vorbeizubringen. Bitte kümmern Sie sich einfach um ihn. Er ist neugierig und schnüffelt gerne Chemikalien und Steckdosen mit 750 Volt. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Mühe. Ich verspreche, er wird nicht allzu viel Kopfschmerzen bereiten. Welcher Hund? Von Victus. Commander Shepard. Cerberus hat soeben einen turianischen Kreuzer voller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen. Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Cerberus hätte es nie ohne Insider-Informationen finden können und die einzige andere Person, die die Position des Kreuzers kannte, war der Volus-Botschafter, Din Korlak. Ich habe hässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Meine Berater bestehen darauf, dass ich diese Anschuldigung gegen Korlak nicht selbst vorbringe und ich muss zugeben, dass sie recht haben. Die Ökonomien von Turianern und Volus sind eng miteinander verstrickt und jetzt ist nicht die Zeit für den politischen Feuersturm, den das auslösen würde. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotten auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlak in Ihrer Funktion als Spectre zu ermitteln und herauszufinden, ob er tatsächlich ein Cerberus-Maulwurf ist. Ich habe Informationen über seinen letzten bekannten Aufenthaltsort an das Spectre-Büro auf der Citadel übermittelt. Ja, wir haben da nicht genügend Aufträge, ne? So, An-Alarm. Neue Artikel über Cerberus. Von automatischer Index-VI. Elysium. Ein Evakuierungsshuttle, das beim Versuch aus der von Weeper besetzten Kolonie Elysium zu entkommen, beinahe zerstört worden wäre, konnte dank eines einzelnen biotischen Arbeiters doch noch gerettet werden. Das Shuttle hatte Kinder an Bord, die beim Evakuierungslotto der Kolonie höhere Zahlen gezogen hatten, also nicht in die erste Welle von Shuttles durften, die den Planeten verließ. Ihr Shuttle wurde gerettet, als der Biotiker inzwischen identifiziert als Arish Agdashlo Reaper-Truppen angriff, die es am Starten hindern wollten. Agdashlo war schon wegen Drogenmissbrauch und diversen kriminellen Aktivitäten aufgefallen und hatte behauptet, als Kind als Servicelager auf Pragia überlebt zu haben. Zeugen sagten aus, er habe mehrere Dutzend Reaper-Kreaturen getötet, bevor er schließlich überwältigt wurde. Das Shuttle gewann dadurch gerade so viel Zeit, dass es starten und aus der Gefahrenzone entkommen konnte. Citadel Interview von Diana Ellers. Alle Sinner berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Citadel. Jeder stellt Fragen über Odinas Tod. Können wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum, damit wir nicht gestört werden. Ich habe gehört, sie hätten den Ratsherr persönlich gekannt. Wenn sie etwas Zeit für mich brauchen oder nicht darüber reden möchten, müssen sie es nur sagen. Lust auf ein Spielchen. Von Samantha Trainer, Commander. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit den Zivilisten zu reden. Ich würde gerne wissen, womit Commander Shepard die Zeit zwischen Missionen verbringt. Rufen Sie mich an, wenn Sie mal Lust auf ein paar Drinks in Ihrer Kabine haben. Ich verspreche einen lustigen Abend, Trainer. Leute. Weißt du, sieh dir das an, was da gerade unten rechts wieder passiert. Da spielen das. Die wischen das nun noch nicht. Unfassbar. Also, wir haben ja noch nicht genug. 1, 2, 3, 4, 5 neue Missionen. Ja, warum nicht?
Commander? Es ist unfassbar. Ich wollte in den Würgeschlund. Ja, klar, in den Würgeschlund. Nein, was tue ich denn hier? Sie dürfen andocken, noch. Ach, komm. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ach, das war aber jetzt nicht normal. Chuck, was will er auch mit mir? Ja, was, ich rede gleich mit allen, da kriege ich wahrscheinlich 1000 Missionen wieder. Es ist unfassbar. Ich rede mal in der nächsten Folge mit der Crew. Ja. Ich gehe jetzt nochmal in den Würge... Ja, sind das wieder 1000 neue Sachen? Der Würgeschlund. Ein System, wo wir hoffentlich wieder mal Sachen finden können. So. Huch! Was haben wir denn hier gefunden? Wrack. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal scanne, dann kommen die Reaper wahrscheinlich. Na, wunderbar. Ich muss scannen. Oh Gott, das geht immer schneller. Hat man ja gar keine Chance eigentlich, ne? Es ist unfassbar jedes Mal. So. Das ist doch unfassbar. Wo ist denn das Ding hier? Bin ich überhaupt im richtigen Sektor? Das ist nur dieses Triebwerksding. Ah, kriegt mich nie. ULG-Sprung erfolgreich. Wie? Ich hab da nur 50%. Was ist denn hier los? Hä? Was schlabberst du da? Ich hab keinen Massenportalsprung gemacht. Ach komm. Ach komm. Was ist denn los mit euch? Was ist denn da? Talis 4 lässt durchaus Leben zu, falls dieses Leben Ammoniak atmen kann. Von den Forschern der Asari entdeckt wurde der Planet vom Citadel-Rat als Verhandlungstrumpf eingesetzt, was zu einem raschen Kolonisierungsabkommen mit den reichen Volus führte. Der Rat finanzierte die Kolonisierung im Austausch gegen erhebliche Handelsvorteile. Ungewöhnlich enthusiastisch ließen sich gewaltige Mengen von Volus auf Talis 4 nieder. Und der Rat machte 12 Jahre lang enormen Profit, bevor die Kolonialisierungsblase schließlich platzte. Heute sind die guten Zeiten auf Talis 4 längst Vergangenheit und die modernen Geschäfte der Volus sind halsbrecherische Risikounternehmen. Piraten bedrohen jeden Frachttransport und gut bewaffnete Verbrecher betrachten die Volus als leichte Beute. Dort leben 3,8 Milliarden Menschen. Warum nicht? Wenn dieses Ding sich jetzt nicht auf diesem Scheißplaneten befindet, ne? Weiß ich auch nicht weiter. Der Obelisk! Jawohl, ja! Ihr seid schneller! Ausweichen erfolgreich! Unheilige Fassbarkeit. Was? Unheilige Fassbarkeit? Was? Yo. Ich muss hier durch. Reaper und Gang. Shit. Ich brauche ein System mit Tankstelle. Ah, es ist unfassbar jedes Mal. Wir haben den Obelisken gefunden nach 1 Milliarde Folgen. Eine Aral oder so. Jo. Kein Problem. Unsere leckeren Helium-3-Tankstellen. Da macht man doch nichts lieber. So, nochmal zurück zur Citadel. Weil ich befürchte, ne, da tausende Missionen auf der Citadel selbst wieder.
lande da einfach vorsichtshalber. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, nee. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Sagt Edi mir wieder? Nein, sagt sie mir nicht. Gut, dann machen wir jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.